Wir fangen mal an, einfach mit der Frage, was ist denn das komplexeste Gebilde im Universum? Und das war eine der ersten Fragen. Und wenn Sie da verschiedene Wissenschaftler fragen, da kriegen Sie verschiedene Antworten. Die einen sagen natürlich irgendwie Entstehung des Universums, die anderen sagen, weiß ich nicht, der menschliche Körper, vielleicht irgendwie die Evolution, was weiß ich, gibt verschiedenste Gebiete. Aber ich glaube, dass wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, das, was wir alle noch nicht so richtig gut verstanden haben in der Welt, ist das menschliche Gehirn, oder? Also wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie es schafft, Intelligenz hervorzubringen, wie es das eben schafft, auch zum Beispiel Bewusstsein hervorzubringen. Und was ist komplexer als ein menschliches Gehirn? Na, viele menschliche Gehirne, ja? Und genau das passiert bei der Börse, dass dort eben jeden Tag weltweit Millionen von menschlichen Gehirnen zusammengeschaltet sind und sich im Grunde genommen alle gegenseitig versuchen auszutricksen, ne? Sagen wir mal ehrlich. Ne? Also es geht darum, dass man irgendwie den Markt schlägt, dass man schlauer ist als die anderen, mehr Geld verdienen als die anderen und so weiter. Und das Ganze macht die Sache so faszinierend. Das Ganze führt eben zu einer sehr, sehr spannenden zu einem sehr spannenden Untersuchungsgegenstand. Jedenfalls für mich, und ich versuche so ein bisschen die Faszination auch hier rüberzubringen. Zweiter Punkt, weswegen das ein Gebiet ist, was sehr, sehr gut geeignet ist, in diesem Bereich zu forschen, ist, dass sie sehr leicht an Daten, kommen. In anderen Gebieten ist es so, da müssen Sie erstmal messen, da müssen Sie Messgeräte bauen, um Dinge zu erfassen, da müssen Sie Befragungen machen und so weiter. Hier ist es so, da gehen Sie zu bestimmten Portalen und können sich in unendlichen Mengen wirklich auch Big Data, der Kollege hat es genannt, runterladen und können anfangen, diese Dinge zu analysieren und zu gucken, ob da was für Sie dabei ist. Ja, und das macht, denke ich, einen Großteil auch der Faszination dieses Phänomens aus. So, fangen wir gleich mit den Dingen an, die Sie interessieren. Ne? Ich hatte reingeschrieben, drei Wege mit der Börse Geld zu verdienen. Was ganz interessant ist, ist, dass als die Presse dann die Veranstaltung ankündigte, hat sie wahrscheinlich mehr oder weniger unbewusst daraus gemacht, drei Wege an der Börse Geld zu verdienen. Das habe ich aber gar nicht gesagt. Ne, wenn Sie mal reinschreiben, da habe ich reingeschrieben, mit der Börse Geld zu verdienen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, werden wir gleich sehen. Also drei Wege mit der Börse Geld zu verdienen. Das erste ist, und das funktioniert immer wieder, Sie erzählen einfach anderen Leuten, wie es geht. So wie Sie. Ja, so wie ich. Genau, machen Sie es wie ich. Ja? Dafür müssen Sie es selber gar nicht können. Ja? Sie erzählen einfach anderen Leuten, du musst das und das machen und der Aktienmarkt wird dann und dann da und da stehen. Und wenn das dann alles nicht funktioniert hat, dann machen Sie einfach eine neue Prognose. Ne? Und so ziehen sie dann um die Welt und schreiben Bücher und geben Seminare und halten viele Reden und so weiter. Reich werden in 30 Tagen oder sowas, ne? So Titel, funktioniert immer wieder. Es ist faszinierend, wie viele Leute immer wieder bereit sind, sowas zu kaufen. Die Regale sind voll davon. Also das ist eine Methode, wie es definitiv funktioniert. Das zweite ist, was tatsächlich auch immer wieder funktioniert, ist, dass sie Fonds gründen. Und zum Beispiel, dass Sie einen Hedgefonds gründen. Hedgefonds haben viele von Ihnen vielleicht schon mal gehört, wenn auch nicht unbedingt immer positiv. Ne? Wurde viel darüber berichtet, als die Finanzkrise so richtig akut war. Aber auch so ein Hedgefonds, das ist also ganz spannend, die gehen den eben auch rum und erzählen überall, dass Sie es eben besser können, dass Sie die Experten sind. Und was machen die dann? Die legen dann ihr Geld an und die haben eine ganz faszinierende Struktur, Geld zu verdienen. Das erste ist, dass sie erstmal einen Ausgabeaufschlag dort drauf packen. Ne? Oftmals 5%. Ne? Das ist bei vielen Fonds normal. Da müssen sie dann erstmal gegen anverdienen. Also die 5% sind sozusagen erstmal weg. Schon mal gleich im Fonds gelandet. Das zweite ist, dass sie dort dann oftmals eine Gebühr haben von, ich sag mal 2%, teilweise auch 3% pro Jahr. Da müssen Sie auch erstmal wieder gegen anverdienen. So, und dann gibt es noch ein ganz besonderes Konstrukt, was, also man hätte sich das gar nicht besser ausdenken können, ja. Das ist das, dass man Ihnen erzählt, wenn Sie dort bei dem Fonds Geld investieren, dann sind im Grunde genommen die Interessen gleichgeschaltet. Der Fonds verdient nur dann Geld, wenn Sie auch Geld verdienen. Und da sagen viele Leute, ja Mensch, das ist ja toll.
Ne, das sind ja genau die gleichen Interessen. Dann haben die ja Interesse, wenn die dann eben Geld verdienen, verdiene ich auch was. Wenn ich was verdiene, verdiene ich auch. Ist ja nur fair. Was die ihnen nicht sagen, ist, dass wenn sie Geld verlieren, dann beteiligen die sich nicht. Das ist blöd, oder? Also wenn es rauf geht, sind die mit dabei. Und wenn es dann entsprechend runter geht, dann nicht so. Ne? Und das Ganze nennt sich in der Fachsprache, so ein paar Vokabeln, damit werde ich Sie jetzt auch mal bombardieren, High Watermark. Ja, also das sozusagen, wenn ein neuer Höchststand erreicht ist, dann gibt es davon eben bei diesen Hedgefonds Geld für die ganzen Fondsverwalter. Ja, und wenn es dann wieder runtergeht, dann eben entsprechend nicht. Und wenn der Fonds dann irgendwann pleite ist, ist das Geld weg, dann machen Sie einen neuen Fonds auf. Ne? Gibt es so Spezialisten, die haben es schon geschafft, in ihrem Leben irgendwie 10 Fonds oder sowas immer wieder neu aufzumachen, fahren die in die Grütze und dann machen sie den nächsten Fonds auf. Ne? Also funktioniert offenbar auch. Zweiter Weg. Dritter Weg ist, sie gründen eine Bank. Sie gründen ein Handelshaus. Und dort steht jetzt sowas wie HFT. HFT steht für High Frequency Trading. Das ist so das Neueste, was es gibt. Da wird teilweise innerhalb von Mikrosekunden wird da gehandelt. Teilweise innerhalb von Millionstel Sekunden. Und jedes Mal, wenn gehandelt wird, verdient das Handelshaus daran Geld. Ne? Da werden dann Gebühren erhoben, da werden dann auch Kursdifferenzen sind da, also dass man entsprechend eben, das ist ja immer das Prinzip, ne, dass man eben günstig kauft und teuer verkauft, dass man dort, wie man so schön sagt, Liquidität dann bereitstellt und dafür dann entsprechend eben entlohnt wird. Und das scheint auch eine sehr, sehr lukrative Geschichte zu sein. Da gibt es also sehr viele Handelshäuser inzwischen, die sich in diesem Bereich tummeln und die dort sehr, sehr gutes Geld verdienen. Da reden wir teilweise wirklich dadurch, dass das, und das ist eine sehr faszinierende Geschichte, ja, dadurch, dass die Geschwindigkeiten so hoch sind, und die Handelsfrequenzen so hoch sind, haben sie dort Effekte, die man sonst nur aus der theoretischen Physik kennt, die sie dort zum Beispiel aus der Relativitätstheorie kennen. Das sind inzwischen Bereiche, mit denen wir uns dort beschäftigen. Ja? Und Relativitätstheorie, der ein oder andere weiß es vielleicht, die klassische Anwendung ist das GPS, was Sie in Ihrem Auto haben. Dort kommt die Relativitätstheorie zum Einsatz, aber hier kommt sie jetzt auch zum Einsatz, weil man da nämlich gar nicht mehr entscheiden kann, wer hat jetzt zuerst den Auftrag abgeschossen, sozusagen. Ja, der Begriff von Gleichzeitigkeit, der verschwimmt, weil sie dort so hohe Geschwindigkeiten haben. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer dasselbe. Ja, das Grundprinzip ist einfach, dass die ein Interesse daran haben, dass sie möglichst viel handeln, weil sie an jeder einzelnen Transaktion verdienen. Ne? Und deswegen gibt es eben auch im Privatbereich gibt es das ja, diese ganzen Trading-Shows und so weiter. Im Zweifel wollen die nicht unbedingt, dass sie reich werden, die haben auch nichts dagegen, aber die wollen vor allen Dingen, dass sie viel handeln, weil sie an jedem einzelnen Handeln eben verdienen entsprechend. Ja? Also, das sind die drei sicheren Wege, um mit der Börse Geld zu verdienen. Ja, und damit habe ich das beantwortet. Ne? Das ist ja das, weswegen sie gekommen sind, oder? So, die Frage ist natürlich, geht es auch noch anders, oder? Geht es auch noch anders? Ne? Also können wir irgendwie was tun, um so ein bisschen was zu verstehen? Und dazu hole ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen weiter aus und gehe einfach mal auf die Frage ein, was sind überhaupt Quants, was machen die und was kann man über die Börse denn alles so wissen? Und das ist, kann ich Ihnen sagen, natürlich ein riesiges Forschungsgebiet. Da können Sie Bachelorarbeiten drüber schreiben, da können Sie Masterarbeiten drüber schreiben, da können Sie drüber promovieren und habilitieren, da können Sie ganze Studiengänge mitgestalten. Deswegen habe ich Ihnen einfach mal so ein paar Highlights hier quer durch rausgesucht und am Ende werde ich mal so ein paar, ich sag mal, Empfehlungen oder Tipps Ihnen mit auf den Weg geben. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten. So. Die Geheimsprache der Quants. Was ich hier einfach mal gemacht habe, ich habe hier ganz modern mal seine Word Cloud genommen, von einem der wichtigsten und größten Foren, was sich genau mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Quants, was ist das überhaupt? Das sind sogenannte quantitative Analysten. Also letztlich Analysten an den Börsen, die sich in erster Linie eben mit der Mathematik und mit der Statistik der Finanzmärkte beschäftigen. Und ja, Sie sehen,
dass da, also erstmal, weil es so eine Community ist, wo viele Fragen gestellt werden und Antworten gegeben werden. Sie finden mich da übrigens auch unter dem Kürzel von JD. Also ab und zu beantworte ich da auch mal die eine oder andere Frage. Und da gibt es dann so Begriffe wie HFT, haben wir schon gesagt, Volatilität, Risiko, Aktien, Zufälligkeit. Über Zufälligkeiten werden wir auch noch zu sprechen haben. Korrelation, Zeitreihen und so weiter. Also ganz viele Fachbegriffe, die dort definiert sind. Ja? Und wir fangen einfach mal an, wie versprochen, auch im Programm mit einer kleinen Zoologie der Börse. Das linke kennen wahrscheinlich noch die meisten von Ihnen. Klassisch schon seit langer Zeit die Symbole für steigende und für fallende Märkte. Bulle und Bär. Ja? Das hier ein Bild von der Frankfurter Börse. Nicht so weit weg. Viele von Ihnen werden schon mal da gewesen sein. Weiß jemand von Ihnen zufällig, woher das Bild kommt? Weswegen nun gerade immer der Bulle, ja? Genau so ist es. Ne? Es gab da wohl die, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nach der Legende haben die sich, als die dort in Amerika immer weiter vorgearbeitet haben, teilweise die Zeit damit vertrieben, dass sie auch die wirklich gegeneinander haben kämpfen lassen. Also diese ich habe es gestern nochmal nachgelesen, diese Longhorns, ja, die Bullen und entsprechend die Bären. Der Bär war festgekettet und wurde dann attackiert, also ein ganz schreckliches Schauspiel, ja, attackiert von dem Bullen und der Bulle eben immer von unten nach oben, deswegen steigende Märkte und entsprechend eben der Bär mit der Tatze immer von oben nach unten, deswegen entsprechend fallende Märkte. Was viele nicht so kennen, ist das, was uns während der Finanzkrise immer wieder beschäftigt hat, zumindest ein weiteres Tier, das sind nämlich die sogenannten schwarzen Schwäne, ja, die Black Swans. Was es damit auf sich hat, erkläre ich jetzt. Und zwar geht das Ganze zurück letztlich fast auf eine philosophische Frage, wie man überhaupt Dinge in der Welt, jetzt wird es ganz abgehoben, erkennen kann. Ja, und da gab es mal den Philosophen, den Popper, und der hat gesagt, im Grunde genommen kann ich eigentlich, also wenn ich induktiv vorgehe, Induktion, das heißt, ich gucke mir Dinge in der Welt an und ich leite dort Regeln ab. Ich sehe zum Beispiel einen weißen Schwan. Und dann sehe ich noch einen weißen Schwan und dann sehe ich noch einen weißen Schwan und noch einen weißen Schwan. Und daraus bilde ich die Regel, alle Schwäne sind weiß. Ja, das ist meine Regel. So, und damit kann ich auch eine ganze Zeit lang wunderbar leben und dann komme ich nach Australien oder Neuseeland und da gibt es dann auf einmal schwarze Schwäne. Ja, also war dort die Regel falsch. So, also mit anderen Worten, auch an den Finanzmärkten bezeichnet man mit einem schwarzen Schwan etwas, was große Auswirkungen hat, aber was man im Grunde genommen eigentlich gar nicht so richtig parat hat, weil man immer denkt, eigentlich gibt es nur weiße Schwäne. Ja, also immer dann, wenn an der Börse etwas passiert, was lange Zeit niemand vorhergesehen hat, redet man von einem schwarzen Schwan. Insbesondere redet man von schwarzen Schwänen, wenn es denn mal wieder ganz besonders gen Süden geht. Ne? Wenn es dann zum Beispiel auf einmal pro Tag minus 6%, minus 8%, minus 10% und nach unten scheint da keine Grenze zu sein. 1987 hatten wir zum Beispiel sogar mal einen Verlust von fast minus 23% an einem Tag. Minus 23%. Ne? So, und deswegen gucken wir uns jetzt mal zwar keine Formel an, aber einfach mal eine kleine Verteilung, wie denn so Börsenrenditen verteilt sind. So, mit anderen Worten, diese Grafik zeigt einfach auf, wie sich pro Tag der Markt prozentual verändert. Und das Rote, das ist eine sogenannte Normalverteilung. Ja, der ein oder andere von Ihnen kennt es noch vom alten 10-Markschein, da war die drauf. Vom guten alten Gauss, normal verteilte Größen, das ist das, was wir so im normalen Leben kennen. Ne, das sind also zum Beispiel Größen von Personen. Ne, irgendwo, also die meisten sind irgendwo so zwischen, weiß ich nicht, 1,75 und 1,85 und dann gibt es noch ein paar, die sind dann so 2 Meter und dann gibt es noch ein paar, die sind irgendwie 1,60 oder was weiß ich. Also so in dem Bereich, das ist eine Normalverteilung zum Beispiel oder auch Gewicht können Sie es auch machen. Ne? So, jetzt könnte man natürlich auch denken, dass die Veränderungen an den Börsen normal verteilt sind, weil ja alles irgendwie in der Welt angeblich normal verteilt ist.
Und das sehen Sie, wie diese Werte tatsächlich verteilt sind, sehen Sie hier bei der schwarzen Kurve. Und Sie sehen, die sieht etwas anders aus als die rote Kurve. Also offenbar sind Börsenrenditen, und das ist schon mal die erste Erkenntnis, nicht normal verteilt. Was sehen wir hier? Also wir sehen zum Beispiel in der Mitte, dass eine deutlich höhere Spitze dort zusammenläuft. Ja? Das bedeutet übersetzt, die meisten Tage sind an der Börse stinklangweilig. Da passiert überhaupt nichts. Ne? Da ist es immer mal so ein bisschen ein halbes Prozent mal rauf und 1% mal runter und dann bleibt es auch irgendwie gleich. Dann steht immer so in den Finanzmagazinen oder bei Finanzen.net oder was es alles gibt, der DAX sucht seine Richtung. Ne? Steht denn da so? Ne? Also ist irgendwie, passiert irgendwie nichts. Ne, und das ist für die Kommentatoren gar nicht gut. Die wissen gar nicht, was sie erzählen sollen. Ne? So, aber dann gibt es eben auch mal wieder Tage. Und da sehen Sie schon so einen kleinen schwarzen Schwan dort auf der linken Seite. Da passiert richtig was. Ne? Da lassen wir es krachen, oder? Da geht es dann auf einmal 6% runter. Und am nächsten Tag geht es dann irgendwie 4% hoch. Und dann geht es am nächsten Tag, weiß ich nicht, 4% wieder runter. Und dann geht es 5% hoch und so weiter. Da ist richtig Action. Und das sehen Sie hier, das werden wir auch gleich noch sehen, das wechselt sich an der Börse oftmals ab. Aber als Erkenntnis, Börsenrenditen, Veränderungen sind nicht normal verteilt. Die meisten Tage passiert fast gar nichts und dann knallt es eben richtig im Karton. So. Jetzt ist natürlich eine der ganz großen entscheidenden Fragen, wenn wir denn jetzt schon so viel über diese ganze Statistik wissen, dann wäre es ja ganz interessant zu wissen, nicht nur, dass die sich irgendwie verändern, sondern in welche Richtung die sich verändern. Ne? Weil das ist ja das, weswegen sie hergekommen sind, oder? Ne? Billig kaufen, teuer verkaufen. Das ist ja immer wieder das Prinzip. Ja? So, und das Erste, was wir uns jetzt dazu mal angucken wollen, ist denn das per se überhaupt möglich? Und dafür habe ich Ihnen mal hier vier Charts aufgelegt, also vier Kursverläufe. Und was immer eine ganz, ganz nette Übung ist, ist sich zu überlegen, okay, ich hab hier so ein bisschen getrickst. Und zwar habe ich dort was untergeschummelt, was gar keine Börsenkurse sind. Sondern wo ich einfach eine Münze genommen habe und immer dann, wenn die Münze 1 gezeigt hat, dann gab es einen Tick nach oben. Also wenn die Kopf gezeigt hat, gab es einen Tick nach oben. Und wenn sie Zahl gezeigt hat, gab es einen Tick nach unten. Habe ich natürlich nicht selbst gemacht, das hat ein Computer gemacht. Ja? So. Und jetzt könnte man sich ja denken, naja gut, okay, das eine ist Börse und ist irgendwie was mit Menschen und das andere ist einfach nur eine blöde Münze. Da muss es ja irgendwie doch einen Unterschied geben. Ne? So, und jetzt testen wir einfach mal, ob es dort einen Unterschied gibt. Und ich mache es jetzt mal schwierig, ich sage Ihnen mal nicht, wie viel ich untergemischt habe. Aber wir stimmen mal ab. Mal sehen, ob Demokratie an der Münze hier an der Börse funktioniert, oder? Wir stimmen mal ab. Wer glaubt denn, dass oben links das ein Kurzverlauf ist von einer Aktie und kein Münzwurf? Wer glaubt das? Machen wir mal die Gegenprobe. Wer glaubt, dass das Münzen sind, die da geworfen wurden? So, und in der Vorlesung mache ich den mal noch, wer hat die Frage nicht verstanden? Sie merken sich mal, für was Sie gestimmt haben. Machen wir mal weiter. Unten links. Wer glaubt, das ist ein Aktienverlauf? Wer glaubt, das sind Münzwürfe? Wunderbar, die Mehrheit war da für Aktie, ja. So, oben rechts, Aktienverlauf. Münze? Ja, so 50-50 würde ich sagen, nicht so ganz einig. Und unten rechts, Aktie? Münze? Da haben die meisten Aktie gesagt. So, ich löse es mal auf. Random Walk ist Münze.
Was für die meisten Menschen überraschend ist, ist, dass es tatsächlich auch in Zufallszeitreihen Trends gibt. Ich mache das teilweise mit meinen Studierenden, dass ich die einfach mal Zufallsreihen aufschreiben lasse. Die sollen einfach mal sagen 0, 1, 1, 0, 1 und so weiter, einfach mal durch Zufall. Und der Witz ist der, man kann es anhand von statistischen Verfahren wunderbar erkennen, was tatsächlich zufällig entstanden ist und was aufgeschrieben wurde. Eine der Dinge zum Beispiel ist, dass keiner, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, vermuten würde, dass so oft hintereinander immer das Gleiche kommt. Das ist so ein bisschen wie beim Roulette. Ne? Da denkt man ja immer, wenn irgendwie fünfmal rot gekommen ist, jetzt muss aber doch mal schwarz kommen, oder? Und das ist eben gerade der Fehlschluss. Sie haben dort oftmals sehr lange Reihen, wo Sie wirklich dann 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 oder sowas haben. Ja, und das sind genau diese Trends. Jetzt gibt es ganz schlaue Leute, die sogenannten Chartisten. Ja, manche nennen sie auch die Astrologen oder Homöopathen der Börse. Ja, die malen jetzt also entsprechend irgendwelche Linien rein und sagen dann, ja, das ist ein Aufwärtstrend. Und wenn dieser Aufwärtstrend gebrochen ist, dann müssen wir verkaufen. Ne? Oder sogar irgendwelche Buchstaben. Die haben dann irgendwelche Ws da drin oder irgendwelche Flaggen oder irgendwelche Wimpel oder was weiß ich. Und da gibt es immer eine schöne Geschichte dazu. Ne? Immer dann, wenn der Kurs dies und das Muster erzeugt hat, dann muss ich kaufen oder dann muss ich verkaufen. Und wenn es denn nicht geklappt hat, gibt es da meistens auch eine Erklärung dafür. So, was dem natürlich zugrunde liegt, ist die Idee, dass der Kurs von gestern den Kurs vom nächsten Tag beeinflusst. Mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel gestern die Börse gestiegen ist, ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch morgen steigt. Ist ja auch beim Wetter so. Ne? Wenn die Sonne geschienen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass morgen wieder die Sonne scheint, ist größer als eben umgekehrt. Oder wenn es heute kalt ist, ist wahrscheinlich auch morgen kalt. Morgen werden wir wahrscheinlich eher nicht 30 Grad haben. Warum sollte das nicht bei der Börse funktionieren, oder? So, und dafür gibt es statistische Werkzeuge, um sowas rauszufinden. Das ist nämlich die sogenannte Autokorrelation. Ich will da gar nicht zu intensiv drauf eingehen, aber was dieses Bild hier einfach zeigt, ist, dass es eine anständige Autokorrelation bei der Börse nicht gibt. Mit anderen Worten, der Kurs von heute beeinflusst auch von der Richtung her und so weiter den Kurs von morgen tatsächlich im Zweifel nicht. Das Ganze ist zu einem Großteil wirklich eine mehr oder weniger zufällige Angelegenheit, zumindest was eben die einzelnen Kurse dort anlangt. Ja, das zeigt diese Grafik. Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ich würde vorschlagen, ich präsentiere es mal zu Ende und für Fragen ist dann hinterher noch ein bisschen, Zeit. Ich mache weiter und dann kann ich die Fragen gerne beantworten. So. Und dass das auch tatsächlich so ist, dass das Ganze nämlich eher mit Zufall etwas zu tun hat, zeigen immer wieder Experimente, die dort wirklich auch gemacht werden. Es gibt entsprechende Journale, die an der Wall Street wirklich Affen Dartpfeile auf Zeitungen werfen lassen und dann werden diese Aktien gekauft. Und wenn er nochmal trifft, wird es wieder verkauft. Und dann wird verglichen und bei all diesen Studien kommt tatsächlich raus, oftmals sind die Affen sogar besser. Ja? Also es ist offenbar für die allermeisten systematisch tatsächlich nicht möglich, besser zu sein als der Markt. Was nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem an der Börse komme ich noch zu Geld verdienen kann. Mit dem Markt. Ne? Aber jetzt wirklich besser zu sein als der Markt, das scheint nicht möglich zu sein. Das sehen Sie zum Beispiel auch daran, dass, und da gibt es auch sehr, sehr lange Studien, sehr viele Studien, immer wieder weltweit bestätigt, dass zum Beispiel auch Persönlichkeiten, die es eben schaffen, mal oben zu sein, dass die in den meisten Fällen dann im nächsten Jahr irgendwo im Mittelfeld sich wiederfinden. Ja? Also es gibt ganz wenige, und da kommen wir auch gleich noch zu, wie das denn vielleicht auch zu erklären ist, die es tatsächlich schaffen, systematisch besser zu sein als alle anderen, schlauer zu sein als alle anderen. Ja? So, es gibt allerdings so ein paar Muster,
Die gibt es schon. Wenn Sie sich mal dieses Bild angucken, das ist auch wieder eine Autokorrelation. Die sieht aber schon ganz anders aus, ne? Wenn Sie mal vergleichen, da scheint also irgendetwas passiert zu sein. Das sah ja nun doch sehr chaotisch aus. Das sieht deutlich systematischer aus. Und der Witz ist der, hier messen wir die absolute Veränderung. Die absolute Veränderung. Das heißt, ob der DAX 3% steigt oder fällt, ist in dem Moment egal. 3% ist 3%, 2% ist 2% und so weiter. Mit anderen Worten, wenn wir eine große Veränderung haben, egal in welcher Richtung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am nächsten Tag wieder eine große Veränderung haben, relativ groß. Dagegen, wenn wir eine kleine Veränderung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am nächsten Tag wieder nichts passiert, auch wieder relativ groß. Und das ist ein weiteres Phänomen, was es an der Börse gibt, ein weiterer Fachbegriff, wenn Sie so wollen. Das ist nämlich das sogenannte Volatility Clustering. Ja, Volatility ist einfach die Schwankungsbreite, Volatilität, die Varianz in den Kursen. Und Clustering bedeutet einfach, dass sich die eben zusammenfassen. Es gibt einfach Phasen, da läuft es ruhig. Und es gibt Phasen, da läuft es dann eben nicht so ruhig. Im Moment sind wir wieder eher in einer, naja, unruhigen Phase. Ne? Wer so ein bisschen die Finanzmärkte verfolgt, der sieht zurzeit, da gibt es verschiedene Stellen, da passiert wieder ordentlich was. Ne? Genau, also das ist eine weitere mathematische Erkenntnis. Jetzt natürlich die Frage, ne, kann man das ausnutzen oder nicht? Ja? Das ist immer so die Frage bei diesen ganzen Geschichten. Zuerst mal würde einem da nicht so wahnsinnig viel zu einfallen. Weil es ist ja irgendwie schon ein Unterschied, wenn Sie eine Aktie kaufen. Ne? Gut, ich weiß jetzt, okay, wenn wir Märkte haben, die sehr schnell sind und ich kaufe, dann weiß ich zwar, dass am nächsten Tag dann auch wieder eine große Veränderung ansteht. Aber wenn ich jetzt eine Veränderung habe, die halt gen Süden ist, dann ist es ja nicht so gut. Ne? Und insofern, also die Frage ist, kann ich damit was machen? Ja? Und das fragen sich natürlich auch ganz viele Quants, die sich jahrelang sehr, sehr intensiv bei den verschiedensten Fonds mit genau diesen Dingen beschäftigen. So, jetzt kam, vielleicht beantworte ich Ihre Frage schon so ein bisschen jetzt indirekt mit. Also, die Frage ist natürlich, ne, wie kann das sein, dass es eben doch Leute gibt, die über viele Jahre das schaffen, den Markt out zu performen, besser zu sein als alle anderen. So ein Name, der da immer wieder fällt, ist Warren Buffett. Ne? Wie schafft er das, irgendwie besser zu sein als alle anderen? Hat er irgendwie so das magische Händchen? Gibt noch ein paar andere, die auch über viele Jahre recht erfolgreich waren. Und um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, wie das funktionieren könnte, habe ich hier mal eine kleine Geschichte Ihnen mitgebracht, die ursprünglich, glaube ich, auch von einem Taleb ist, also der diese Idee von dem Black Swan eben entsprechend populär gemacht hat. Und die Geschichte geht wie folgt. Sie erhalten am 1. Februar einen mysteriösen Brief, der Ihnen mitteilt, dass die Börse im Laufe des Monats steigen wird, also eine Prognose. Das stellt sich als richtig heraus, aber Sie ignorieren ihn, da Sie misstrauisch sind. Sie haben bei irgendeinem Professor an der Hochschule so einen Vortrag gehört und sagen, das kann nicht stimmen. Ja. So, am 1. März erhalten Sie wieder einen Brief. Diesmal ist die Nachricht, dass die Aktien fallen werden und wieder ist die Information richtig. Genauso am 1. April, immer alles richtig. Das geht so weiter bis August. Da sagen Sie, so, jetzt ist Schluss. Das, was der Johann Dietrich uns da erzählt hat, ist alles Quatsch. Ne? Das ist hier irgendwie Elfenbeinturm, der hat keine Ahnung, Prof, deswegen ist er auch Prof und eben nicht hier Investmentbanker. Ja? Ich lege mein Geld da jetzt an. So, Ende des Jahres ist ihr Geld futsch. Was ist passiert? Kennt jemand die Geschichte oder hat jemand eine Idee? Ja, man schickt halt sehr viele Briefe rum. Die eine Hälfte halt mit steigenden Kursen, die andere Hälfte mit fallenden Kursen. Und die, wo wir dann recht gehabt haben, die kriegen dann den nächsten Kurs und der Rest hört nichts mehr von mir. Genau, ne? So funktioniert das. Ne? Also nochmal für alle. Sie fangen an mit, sagen wir mal, 10.000 Briefen. 5.000 sagen Sie, Aktien steigen, 5.000 sagen Sie, Aktien fallen. Eines war davon richtig. Bei dem, wo es richtig war, die teilen Sie wieder in zwei Gruppen.
2.500 sagen Sie, die steigen, 2.500 sagen Sie, die fallen. Und so weiter und so weiter. Ne? Das ist genial, oder? Ja, ja. Professor ruft zu massenhaftem Betrug auf, oder? Wenn Sie mal überlegen, ist das ein wunderbares Sinnbild dafür, was an den Finanzmärkten passiert. Natürlich gibt es Leute, die über viele Monate gewinnen, aber das heißt noch lange nicht, dass die unbedingt schlauer sind als alle anderen. Sondern das können im Grunde genommen umgedreht genau diejenigen sein, die sozusagen diese Briefe, übertragen gesprochen, erhalten haben. Am Ende ist es überhaupt nicht überraschend, dass es Leute gibt, die auch über eine längere Zeit einfach ein glückliches Händchen haben. Das muss aber im Zweifel überhaupt nicht bedeuten, dass die jetzt auch wirklich den Durchblick haben. Die können einfach Glück gehabt haben. Ja. So, jetzt will ich Ihnen aber hier nicht sozusagen komplett, das ist ja immer so, was man so sagt, ein deutsches Phänomen, ne? Die Deutschen investieren nicht genug in Aktien und halten das alles für Teufelszeug und alles für zu gefährlich und so weiter. Eine Message möchte ich Ihnen doch noch mitgeben, dass nämlich generell es schon sehr sinnvoll ist, in Aktien zu investieren. Wenn Sie sich einfach mal diese Grafik hier angucken, da hat man sich mal die Mühe gemacht, aufzuzeigen, wie sich Equities, das sind also Aktien, ein Weltportfolio, also über die ganze Welt, in den letzten gut 100 Jahren entwickelt haben, gegen Festverzinsliche. Bei den Festverzinslichen ist man ja heute auch immer am Schimpfen, Mensch, ne, 0% und da verdiene ich nichts und da wird systematisch mein Geld vernichtet und so weiter. Wenn man ganz ehrlich ist, das war eigentlich schon immer so. Und insbesondere, also heute sehen Sie es nur, ne, in Phasen von hohen Inflationen haben Sie teilweise auch schon negative Realzinsen gehabt. Was nützt Ihnen das, wenn Sie irgendwie 7% bekommen, aber eine Inflationsrate von 9% haben? Das sieht dann zwar gut auf dem Konto aus, aber Sie verlieren trotzdem Geld. Also all überall sagt uns diese Grafik hier, dass festverzinsliche, gerechnet von 1900 bis heute, also 2014, irgendwo so im Bereich sind von dem einer Verdreifachung bis einer Verachtfachung. Aktien sind sie bei einer Über-Ver-300-Fachung. Und da sind zwei Weltkriege mit drin, da ist eine große Weltwirtschaftskrise mit drin, da ist das Platzen der Dotcom-Bubble mit drin, ne? Da ist die letzte Finanzkrise mit drin. Und ja, alles, was so zwischendurch eben passiert ist. Also insgesamt, die Message ist schon langfristig. Und langfristig, damit meine ich, also alles, was zum Beispiel über 20 Jahre ist, da kann man sicher sein, zumindest sicher wie sicher, ne, wie das immer so ist mit sicher, aber die gesamte Historie zurück, auch noch viel längere Zeit rein. Alles, was über 20 Jahre ist, also da muss es schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn Sie dort nicht im positiven Bereich mit Aktien sind. Und woran liegt das? Naja, Aktien sind eben Sachwerte, Aktien sind eben auch direkte Anteilsscheine an der Dynamik der Wirtschaft, immer wieder neue Ideen, immer wieder Leute, die eben sagen, Mensch, ich kann das besser machen, ich gründe ein Unternehmen. Diese ganze Dynamik, all das, was eben die moderne Wirtschaft heutzutage weltweit ausmacht, das bekommen Sie eben über Aktien. Und langfristig zahlt sich das Ganze aus. So, und zum Schluss gebe ich Ihnen einfach jetzt nochmal so ein kleines Resümee und einfach mal so ein paar Tipps. Also die erste Nachricht, die habe ich Ihnen eben schon mitgegeben. Ich bin ein ganz großer Freund der Aktie und kann nur jeden dazu ermuntern, mit einer entsprechenden Perspektive, ne, wenn Sie eben kurz- und mittelfristig auf einen Teil dieses Geldes verzichten können, dass Sie tatsächlich in Aktien reingehen, also langfristig in Aktien investieren. Was Sie allerdings nicht versuchen sollten, und das ist das, was ich so mit wenigen Worten versucht habe, Ihnen zu beschreiben, ist, dass Sie wirklich schlauer sein wollen als alle anderen oder dass Sie irgendwie anderen schlauen Leuten Ihr Geld geben. Was ganz wichtig ist bei dem Spiel, ist, dass Sie auf die Kosten achten. Dass Sie also gerade im Zweifel nicht in Fonds reingehen, wo man Ihnen sagt, erstmal 5%, dann 3% pro Jahr, plus High Watermark 30% und so weiter. Ja?
Das ist bei Hedgefonds so. Da haben sie oftmals wirklich, wenn sie gewinnen, dann werden ihnen gleich bis zu 20-30% von dem, was sie gewonnen haben, abgezogen. Das sind also keine Werte, die ich mir ausgedacht habe. Das ist bei Hedgefonds völlig normal. Bis zu 30%, 20-30% von dem, was sie dort gewonnen haben. Das ist richtiges Geld. Ja. So, deswegen gehen sie im Zweifel auf sogenannte passive Produkte, die eben den Markt möglichst breit abdecken. Das sind im Zweifel, ein weiteres Fachwort, was Sie aber gehört haben sollten, ETFs. Das sind die Exchange Traded Funds, ja, also börsengehandelte Portfolien, die möglichst günstig sind und trotzdem den Markt breit abdecken. Was auch immer mehr kommt, sind sogenannte, den Begriff werden Sie noch öfter hören, sogenannte Robo-Advisors. Robo-Advisors sind im Grunde genommen automatisierte Systeme im Internet. Das ging auch wie so vieles in Amerika los. Namen sind da Wealthfront oder Betterment. Ja, es kommt jetzt aber auch in Deutschland. Also ich selber bin dort auch selber beraten für ein Institut tätig, so einen Robo-Advisor aufzusetzen. Das sind im Grunde genommen Systeme im Internet, wo es darum geht, einzelne Fragen zu stellen, wie lange, also welchen Betrag möchtest du denn anlegen, für welchen Zeitrahmen möchtest du das denn anlegen, was ist deine Risikobereitschaft, plus noch so ein paar weitere Fragen, wie gut kennst du dich mit einzelnen Produkten aus. Und dann wird eben auf Basis von sehr transparenten Algorithmen werden Ihnen dann Portfolien zusammengestellt, wo Sie dann quasi auf Knopfdruck das Ganze dort anlegen können. Ja, also das sind im Grunde genommen dann, wenn Sie so wollen, moderne finanzwissenschaftliche Erkenntnisse, die eingebaut werden in ein Programm. Da müssen Sie dann nicht selber sagen, ach Mensch, wie mache ich denn das jetzt? Wie baue ich denn jetzt mein Weltportfolio zusammen? Wie viel Prozent Europa nehme ich denn? Wie viel Prozent Amerika nehme ich denn? Wie viel Prozent Asien nehme ich dann? Und so weiter. Sondern das wird in dem Falle dann für Sie gemacht. Und trotzdem ist das Ganze ähnlich günstig wie dann eben die ETFs. Ein ganz großer Trend, den wir jetzt im Moment sehen. Ja, eine ganz alte Regel, wusste schon der alte Cato bei den alten Römern, nicht alle Eier in einen Korb. Ne? Deswegen Weltportfolio. Also nicht irgendwie irgendwelche heißen Geheimtipps und hast nicht mal einen Tipp für mich und die Aktie und so weiter, das geht im Zweifel schief. Genauso wie es auch schief geht, den Markt timen zu wollen. Time bedeutet eben, dass Sie dass sie sagen, Mensch, jetzt ist irgendwie eine schlechte Börsenstimmung, dementsprechend verkaufe ich jetzt mal lieber meine Aktien und auch jetzt ist es ja wieder einigermaßen ruhig und jetzt kaufe ich mal wieder ein bisschen was dazu und so weiter. Sie können sagen, sämtliche Analysen, die ich bisher zu diesem Thema gesehen habe, ist, Sie verlieren dadurch Geld. Also dieses schlauer sein zu wollen als der Markt, auch an der Stelle, geht in den allermeisten Fällen schief. Das Verrückte natürlich ist dabei, nicht immer, allein durch Zufall werden Sie an manchen Stellen besser liegen. Und der Mensch hat so eine Tendenz, wenn er nicht wirklich genau Buch führt, immer genau diese Sachen zu erinnern. Ne? Und immer überall rumzuerzählen, oh, da war ich ja der Held und da habe ich die und die Aktie gekauft und die ist ja abgegangen. Das hat irgendwie nebenbei dann noch andere Papiere gekauft hat, die dann hinterher pleite waren, das erzählt er nicht. Ne? Deswegen sage ich immer, es gibt eigentlich nur eine Gruppe, die es schafft, dauerhaft erfolgreich den Markt zu timen. Wissen Sie, was für eine Gruppe das ist? Das sind die Lügner. Ja. Gut. Also hin und her, taschenleer, ruhige Hand, keine Geheimtipps, nicht versuchen, den Markt zu timen. Und wichtig auch, die schwarzen Schwäne nie vergessen. Wenn Sie nach Ihrer Risikobereitschaft gefragt werden, da sind viele Leute tendenziell immer bereit, größere Risiken anzugeben, als sie am Ende wirklich bereit sind zu tragen. Auf dem Papier sieht das immer denn nicht so schlimm aus. Naja, gut, 20%, 30% oder sowas, ja. Geben Sie denn an, ne? Wenn Sie denn sehen, Rendite geht dafür auf 7% oder so, ja klar, komm, kein Problem. Wenn es denn soweit ist, dann haben Sie auf einmal die Schweißperlen auf der Stirn. Ne? Wenn denn das Portfolio, ursprünglich waren es mal 10.000, auf einmal sind es dann 7.000, kriegen Sie Panik, verkaufen Sie doch. Und das ist im Zweifel denn das Schlechteste, was Sie machen konnten, weil danach geht es dann wieder hoch und Sie sind nicht mehr dabei. Also deswegen lieber vorher überlegen, lieber ein bisschen vorsichtiger an die Sache ranzugehen, aber auch nicht zu vorsichtig. Also wie gesagt, nicht ganz auf Aktien verzichten, das ist wieder zu vorsichtig. So, und ganz am Ende, das ist mir ganz besonders wichtig,
What seems too good to be true probably is. Also immer dann, wenn irgendwelche Gurus auf sie oder sie ansprechen und sagen, sie haben da ganz heiße Geschichten und die anderen machen das auch alle und alle ihre Freunde machen das und so weiter und gucken sie mal hier, am besten noch testiert, super Gewinne über 10 Jahre pro Jahr, 10% und so weiter. Wobei, wie es genau funktioniert, ist alles geheim, kann man ihnen nicht mit erklären. Lassen Sie es. Ne? Also im Zweifel solche Sachen wirklich lassen. Grauer Kapitalmarkt sind so die Stichwörter. Und es hat schon Betrügereien auch in der Vergangenheit gegeben, die über viele, viele Jahre gelaufen sind. Und die Leute haben gesagt, naja, es kann ja keine Betrügerei sein, weil es läuft ja schon über so viele Jahre. Ne? Und so, Madoff ist zum Beispiel so ein Fall, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, wo es wirklich um sehr, sehr große Beträge ging, wo es eine sehr renommierte Persönlichkeit war, die sogar Präsident der Nasdaq seiner Zeit war, was über viele Jahre gelaufen ist. Pro Jahr 10% konnten sie mit dem Lineal ziehen, 10% pro Jahr, aber 10% pro Jahr ist einfach auf Dauer unrealistisch, wenn sie keine Volatilität mit drin haben. Die Aktienmärkte bringen schon oftmals 8-10% im Jahr auf Dauer, aber da haben sie eben die Schwankungen mit drin. In dem Moment, wenn sie keine Schwankungen mehr mit drin haben und ihnen das quasi garantiert wird, dass sie 10% pro Jahr bekommen, das ist dann wieder Quatsch. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Immer wenn Sie in Zukunft jetzt irgendwelche Vorträge hören, Angebote, wo drin steht Reich und Börse, am besten noch vorgetragen mit irgendwelchen Leuten mit illustren Titel und irgendwie noch ein Von im Namen, ne? Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Vielen Dank. Ja.